Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir explizit fragen möchten, bin ich in seinen oder ihren intimsten Gedanken? Das heißt, bitte verzeiht, ich bin immer noch arg erkältet, ja? Das heißt, ich möchte gerne anhand des Tarots mit dir herausfinden, bist du in seinen Gedanken? Das heißt, in intimsten Gedanken hat er vielleicht Fantasien mit dir, erotische Fantasien, träumt er oder sie von dir erotische Sachen? Bist du wirklich so passioniert, so leidenschaftlich, so anziehend auf diese Person? Was wir hier wissen möchten ist, bist du in seinen oder ihren intimsten Gedanken? Und ja oder nein, was musst du ändern? Was musst du machen, damit du wirklich in seinen Kopf kommst? Okay? Also, Option Nummer 1, das Tarot der Hexen. Option Nummer 2, das Tarot der Liebe. Entscheide ganz in Ruhe ein oder zwei Optionen. Du kannst beide Optionen wählen, ja, ob du das A nimmst, das Tarot der Hexen, ob du B nimmst, das Tarot der Liebe oder ob du beide nimmst. Das liegt ganz allein daran an dir, welche Energien dich eher ansprechen. Okay, kannst du dich nicht entscheiden, weil ihr wisst, in 20 Minuten, 21 Minuten kann ich euch nicht alle Informationen geben, die das Tarot dir mit auf den Weg geben möchte. Dafür habt ihr die privaten Legungen. Schreibt mich via WhatsApp an und ich mache gerne Termine mit euch für eine private Legung. Okay, also jetzt fangen wir an. An dieser Stelle, ihr wisst genau, ja, herzlich willkommen an alle Neuen, herzlich willkommen an alle, die ihr schon längst lange dabei seid, ja. Dankeschön für euer Vertrauen, Dankeschön, dass ihr mit mir Hand in Hand Alena Tarot zu dem macht, was es ist. Ein Kanal, ja, eine Lebenshilfe, eine spirituelle Wachstumsförderung, eine Persönlichkeitsentfaltung. Also das, was ich hier mache, ist wirklich, um dir in deinem Leben die Hilfestellung zu geben, die du brauchst und die Klarheit zu finden, die du auch wirklich benötigst. Okay? Also, entscheide dich Option 1, Tarot der Hexen. Option Nummer 2, Tarot der Lieben. Ich fange mittlerweile an, okay? Sonst schnacke ich viel zu sehr und viel zu lange und die Zeit geht immer schneller vorbei und ihr habt weniger Informationen und das möchte ich dann auch nicht. Also ich werde meine Intros versuchen, ein bisschen kürzer zu handhaben. Ich bitte dich wirklich, konzentriere dich auf dich, um die Situation, auf die es geht. Pass es auf deine jeweilige Lebenssituation an und auf diesen Menschen, um den es hier geht. Ja? Und frage dich immer wieder, bin ich in seinen oder ihren intimsten Gedanken? Ja? Okay? Und was muss ich ändern, damit das passiert oder wie auch immer? Okay? So, ich habe nämlich hier, welche Attitud muss ich einnehmen? Perfekt. Puh. Leute, also hier ist einiges los. Ich mache das mal so. Also, was haben wir hier? Wir haben hier in Option Nummer 1 auf jeden Fall schon mal, dass derjenige oder diejenige, um die es hier geht, ja, einen Wandel durchlebt. Auf der einen Seite kann es durchaus sein, dass derjenige dich total sexy fand, dich total anziehend fand, mit dir sich hat so viel vorstellen können. In seinen tiefsten Gedanken hat er oder sie sich schon ausgemalt, wie man sich berührt, wie man sich trifft, wo man sich treffen könnte, wie man eine Versöhnung wiederherstellen kann, wie man einen Weg zusammenfindet, um auch sexuell aktiv zu werden. Für die eine Gruppe von euch gab es den Gedanken und momentan ist es so ein bisschen nach hinten verschoben worden. Für die anderen ist es so, dass hier wirklich ein neuer Impuls erwacht. Ja, Leute, wir haben hier wirklich also zwei verschiedene Gruppen, wo es so gegensätzlich ist, wie es nur anders gar nicht sein kann. Und das ist interessant. Warum ist das interessant? Weil es gibt hier eine Kommunikation des Schicksals, bewusst oder unbewusst mit euch beiden, wo ihr aus irgendeinem Grund auch immer, es ist egal, ob ihr in einer Ex-Partnerschaft seid, es ist egal, ob ihr den Menschen gerade erst kennengelernt habt, ja, es ist egal, ob ihr in einer Ehe seid. Hier gibt es eine Gruppe von euch, wo die Passion, die Leidenschaft von deinem Gegenüber abgeschwungen ist. Also man sagt, es gibt hier keine sexuellen Vorstellungen mehr. Einige von euch sind aber genau im Gegenteil drin. Alena, woher würde ich jetzt wissen, in welche Gruppe ich falle? Das spürst du. Ja, du weißt genau, in welcher Situation du gerade bist und du weißt ganz genau, wie dieser Mensch tickt. Ja, und wenn du nicht weißt, wie dieser Mensch tickt, dann wirst du es herausfinden. Also ihr solltet euch nicht so viele Gedanken machen, ob ihr jetzt wisst, zu welcher Gruppe ihr gehört, sondern ihr müsst auf eure Intuition hören. Was hier passiert ist, hier gibt es einen Wechsel für die einen zum Positiven, für die anderen zum Negativen. Es gibt hier Menschen, die sich vielleicht gerade erst kennengelernt haben, ja, oder noch kennenlernen werden, wo auf einmal das Feuer der Liebe entfacht. Es gibt hier auch einen Menschen, wo du dir eigentlich gar nicht sicher bist, ob hier überhaupt eine Anziehungskraft herrscht. Doch hier gibt es wirklich Vorstellungen, wo man sich mehr ausmalen kann, für die einen von euch. Ja, deswegen sagte ich dir, für eine private Legung, schreib mich an und ich sage dir ganz genau, in welche Gruppe du gehörst und was gerade in deinem Leben wirklich aktuell ist, wo du gerade stehst, in einer Dreiecksbeziehung, in einer Fernbeziehung.
in einer neuen Liebe, in der Ex-Partnerschaft, um die Liebe in einer Ehe wieder aufrechtzuerhalten oder zu entfachen, was auch immer. Hier war die Fragestellung, bin ich in seinen tiefsten Gedanken, kann er sich sexuelle Illusionen mit mir ausmalen? Also hat derjenige oder diejenige wirklich schon Interesse an mir auch sexuell gesehen? Was wir hier haben, ist, dass hier die Vorstellungskraft keine Grenzen kennt. Ja, leider Gottes ist es bei einigen abgeschwächt. Das heißt, derjenige, um den es geht, hat sich zurückgezogen durch den ganzen Druck, durch den ganzen Frust, durch dritte Person, weil man vielleicht in einer Dreiecksbeziehung ist, derjenige ist oder diejenige ist verheiratet und möchte die Gefühle nicht zulassen. Aber es gab einen Moment, wo derjenige oder diejenige sich wirklich sexuell an dir quasi was vorhat stellen können. Du warst definitiv in seinen intimsten Gedanken, definitiv drin. Aber das heißt nicht, dass es nicht zurückkommt. Okay, für die Leute, die jetzt hören, naja, das war einmal, jetzt ist es aber nicht, mach dir keine Gedanken. Sobald derjenige seine Probleme klärt, intern und extern, sobald derjenige wieder aufwacht oder eine Entscheidung trifft, ob er sich mit dir einlassen möchte, zu dir zurückkommen möchte, diese Gefühle zulassen möchte, ja, die Probleme zu Hause klärt oder was auch immer, kommt diese sexuelle Begierde wieder zurück. Die Passion für die Leute, wo es etwas zurückgestuft worden ist, kommt wieder zurück. Man muss nur einen Mittelweg finden, um in aller Ruhe Klarheit zu schaffen. Das heißt, der Mensch, um den es geht, der keine sexuellen Vorstellungen mehr mit dir hat, kommt in diese Passion wieder zurück, sobald er oder sie seine privaten Klamotten, egal in welchem Bereich, geklärt hat und dann wieder offen ist, für diese Energie, für diesen Impuls, für diese Ausstrahlung, die du hast, wieder zurückzukehren. Also schlussendlich beide Optionen, ob die eine abgeschwächt ist, kommt aber später wieder zu dem gleichen Erfolg. Das heißt, hier gibt es definitiv wieder eine sexuelle Anziehungskraft und auch Vorstellungen mit dir mehr zu haben, wie einfach nur ein Hallo. Ja, die andere Gruppe ist, wie gesagt, definitiv, hier gibt es eine sexuelle Anziehungskraft, hier träumt derjenige auch von dir, hier kann derjenige sich auch viel mehr vorstellen, also du bist wirklich ein Magnet, sexuell, verführerisch, anziehend, ja, du hast Sex-Appeal, also hier geht es wirklich um Ausstrahlung, geht es wirklich um Anziehungskraft, hier geht es darum, dass du deine Ängste und Sorgen, deine Zweifel, deine Unsicherheiten, die du in dir drinne hast, ja, bin ich aktuell in seinem Leben, meldet er sich oder meldet sie sich, ja, bin ich noch attraktiv, egal in welcher Konstellation du bist. Ja, diese Sorgen, diese Ängste, die du hast, lass sie nicht weiter zu. Du musst in deine Energie zurückkommen und dem Schicksal seinen Lauf lassen. Dieser Mensch, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, also ein Mann oder eine Frau, wird, auch wenn er sich jetzt erstmal sexuell getrennt hat, sei es sexuell körperlich oder sei es sexuell gedanklich, wird den Weg zu dieser Kommunikation, zu dieser Energie wieder zurückfinden. Egal aus welchen Gründen, egal wie lange das dauert, egal welche Krisen dazwischen herrschen, was du bisher machen kannst oder nur machen solltest, ist einfach nur abzuwarten, dich zu zeigen, dich bemerkbar zu machen, ja, einen schönen Duft anzulegen, einfach deine Weiblichkeit oder auch deine attraktive Männlichkeit, deinen Charme spielen lassen, ja, einfach wirklich den Reiz, den du ausstrahlst, wirklich genießen und in die Ruhe kehren und dieser Mensch wird sexuell was für dich empfinden, wieder neu aufleben lassen und wird es dir auch zeigen. Und für die einen oder anderen von euch kommt es wirklich zu einem sexuellen Kontakt, der sowas von krass ist, ja, dass es vielleicht für dich nicht so viele Bedeutung hat im Moment, ob du sexuell aktiv bist oder nicht. Aber wenn ihr zusammenkommt und dann wirklich intim werdet, wird ein Feuerwerk der Bombe platzen und es wird richtig geil werden. Also richtig, richtig toll. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, weil es ist echt schon schön. Egal in welcher Konstellation ihr seid. Ja, hier geht es darum, wenn sich zwei Menschen treffen müssen, dann treffen die sich. Ja, wenn eine sexuelle Anziehungskraft da ist, dann ist die da. Dann kann man versuchen, das zu unterbinden, wie das hier bei dem einen oder anderen ist. Aber die Anziehungskraft, dieser Impuls, dieser Reiz ist viel stärker als das Gewissen, als alles, was drumherum ist. Also Option Nummer 1, egal ob es im Moment für dich so ist, als ob derjenige nicht an dich denken würde, als ob derjenige keinen Sex mit dir haben möchte, als ob derjenige nicht passioniert von dir träumt. Mach dir keinen Kopf, alle Zweifel raus, alle Unsicherheiten raus, ja. Kehre in dein Gleichgewicht, kehre in das Vertrauen zurück. Dieser Mensch wird und denkt definitiv sexuell an dich, jetzt, ja. Und später, wenn er seine Probleme oder ihre Probleme gelöst hat, kommt diese Leidenschaft, diese Anziehungskraft wieder zurück. Und hier gibt es sexuelle Kontakte, definitiv. Ja, und hier gibt es eine Leidenschaft, ein Feuerwerk der Gefühle, was durch nichts auf dieser Welt aufzuhalten ist. Warum? Weil einfach die Passion zu groß ist. Okay, also hier solltest du aus der Erfahrung heraus, die du damals gesammelt hast, die du generell im Leben gesammelt hast, wirklich gelernt haben und in die Ruhe gehen, in die Freude zu gehen, dich attraktiv zu fühlen, dich sexy zu fühlen, dich charmant zu fühlen, ja, diese Anziehungskraft, die du hast, diese verführerische Art an den Tag zu legen, rauszupowern. Und das zu geben, was immer du möchtest, um das zu kriegen, was immer dich glücklich macht. Egal in welcher Konstellation ihr seid, okay? Ihr wisst,
Ich habe kein Recht, irgendjemanden zu verurteilen. Das mache ich definitiv nicht. Egal, ob ihr in einer Dreiecksbeziehung seid oder nicht. Ich halte mich da raus. Ja, mir geht es einfach nur darum, dass du dein Leben so lebst, wie du es gerne möchtest, aber auch deine Fehler erkennst, deine Schattenseiten erkennst und einfach klare Verhältnisse schaffst, um einfach glücklich und friedlich zu leben. Okay? Also Option Nummer 2, das Tarot der Liebe. Was haben wir hier? Denkt er oder sie an dich in seinen intimsten Gedanken? Hat dieser Mensch mit dir intimste sexuelle Vorstellungskräfte? Bist du wirklich in seinen Gedanken, in seinen Träumen, in seinen intimsten Träumen Gedanken vorhanden? Gucken wir mal hier. Okay. So, Leute, das sieht hier auch gar nicht mal so schlecht aus. Was wir hier definitiv schon mal haben, ist, dass wir hier einen Menschen haben, der sehr passioniert ist. Ein Mensch, der sehr leidenschaftlich ist. Ein Mensch, der hier wirklich sich viel mit dir vorstellt. Ein Mensch, der versucht, aus einer Ehe auszubrechen, aus einer Partnerschaft, aus einer Dreiecksbeziehung, aus einer emotionalen Gefangenschaft. Ein Mensch, der hier wirklich sein Sexleben aufbauen möchte. Hier gibt es jemanden, der definitiv an dich denkt. Ja, definitiv. Also hier gibt es jemanden, der ganz viel Vorstellungskraft hat. Jemanden, der sehr erfahren ist im sexuellen Bereich. Jemanden, der sehr passioniert ist. Jemand, der so leidenschaftlich ist, dass das hier einfach nur so übersprudelt. Also um die Frage kurz und knapp zu beantworten, bist du in seinen oder ihren sexuellen, intimsten Gedanken drinne? Definitiv. Egal, ob ihr in einer Partnerschaft seid, in einer Dreiecksbeziehung, in einer Fernbeziehung, über jemanden, den ihr gerade kennengelernt habt, jemanden, der dich interessiert, du hast eine Ausstrahlungskraft ohne Ende. Für diesen Menschen bist du sehr sinnlich, sehr erotisch, sehr anziehend halt. Also du strahlst etwas Animalisches, Verführerisches, Sinnliches aus, was dieser Mensch, egal wie sehr er sich sträubt, egal wie sie auch immer agiert, mit Unmut, mit Desinteresse, mit was weiß ich nicht. Hier ist definitiv eine sexuelle Anziehungskraft da. Ob ihr es geheim macht, ob ihr es unterdrückt oder ob ihr es öffentlich macht oder wie auch immer. Ja, egal worum es hier geht, passt es auf dein Geschlecht an und auf deine jeweilige Lebenssituation. Denk dran, interaktive Videos passen nicht immer zu 1000%ig auf jeden. Okay, deswegen wiederhole ich mich in meinen Videos auch echt immer und immer wieder. Ihr habt die Möglichkeit, WhatsApp, private Legung zu buchen. Und ich sage dir echt sogar, welche Farbe die Unterhosen dieser Person hat. Ja, was hier nur passiert ist, dass dein Gegenüber, um den es hier geht, zwar auch einige Probleme in seinem Leben hat. Ja, und dieser Mensch ist sexuell so aktiv, dass dieser Mensch in Gedanken sich so viel ausmalen kann, wo du nicht zu träumen gewagt dich trauen würdest, ja? Hier geht es darum, Ängste zu überwinden. Wenn der Mensch, um den es hier geht, ja, in einer festen Beziehung ist, kann er natürlich oder sie natürlich auf irgendeine Art und Weise dir das jetzt nicht gestehen, wenn er oder sie es noch nicht gemacht hat. Aber diese Gedanken, die er hat oder sie hat, kann er oder sie nicht kontrollieren, egal wie oft dieser Mensch versucht, das abzustreifen, ja, loszulassen. Also wirklich zu sagen, ey, das geht nicht, das darf nicht sein. Trotzdem kommt derjenige immer wieder auf den Punkt. Hier geht es wirklich darum, dass dieser Mensch so viel Bewegung in seiner sexuellen Gedankenkraft hat, dir gegenüber, dass das so Hammer ist. Ja, das ist unglaublich. Also dieser Mensch kann sich nicht nur vorstellen, mit dir sexuell im Wald aktiv zu werden, in der Natur, nicht nur in so einem komischen Hotelzimmer, sondern mit dir Dinge machen, die du nicht zu träumen gewagt hast. Also solltest du an diesen Menschen immer noch Interesse haben, solltest du diesen Menschen in deiner Ehe haben, also als Partner haben, als Ehepartner haben und du merkst, es ist ein bisschen abgeflautet, ja? So sagst du, ihr habt gar nicht so großartigen Sex. Auch wenn ihr keinen körperlichen Sex habt in einer Ehe von 30, 40 Jahren oder 20 Jahren, ja, durch irgendwelche äußerlichen Blockaden, gedanklich hat dieser Mensch mit dir den schönsten Sex, den du dir ausmalen kannst. Es ist ganz schwer für mich, dieses Thema in Worte zu fassen, ja? Weil das Thema Intimität ist sowieso ein Thema, was man manchmal mit Vorsicht angehen sollte. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es hier Bewegung, es kommen hier Annäherungen, es kommen hier Wünsche, es gibt hier wirklich körperliche Sex. Also wenn du am wenigsten damit rechnest, bumm, platzt die Bombe und dann kommt es. Ja, einige von euch haben vielleicht auch eine Distanz, eine Fernbeziehung oder wie auch immer. Oder auf einmal passiert irgendetwas, wo du nicht mitrechnest und bumm, ist der Sexakt da. Also du bist definitiv in seinen oder ihren intimsten Gedanken. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, ob es zulässig ist oder nicht, ob es erlaubt ist oder nicht, ob es gefährlich ist oder nicht, das ist hier ganz egal. Diese Person, nach der du hier fragst, hat definitiv sexuelle Gedanken mit dir. Ja, diese Passion ist so verdammt groß, dass dieser Mensch wirklich Kohle dafür bezahlen würde, um eine Sekunde mit dir intim zu werden. Das ist so krass. Also um diesen Menschen, um den es hier geht,
ja, bin ich sowas von verwundert, weil ich weiß zwar, dass es richtig leidenschaftliche Menschen gibt, es gibt auch Menschen, die sehr sexuell gesteuert sind, aber was dieser Mensch hat, ist nicht nur der blanke Sex, ja, sondern das Ganze drumherum, die Zärtlichkeiten, diese Annäherung, dieses Spielen, dieses Streicheln, puh, das ist unglaublich. Also dieser Mensch hat eine sexuelle Fantasie mit dir, das ist Wahnsinn. Du hast so eine magnetische Anziehung auf diesen Menschen durch deine verführerische Art. Natürlich möchte der Sex mit dir haben, schau mal. Also worauf wartest du eigentlich noch, um den ersten Schritt zu tun, wenn, angenommen, ihr wart noch nicht sexuell aktiv. Angenommen, du warst dir bisher unsicher. Hier sagt dir das Tarot, du brauchst keine Paras haben. Schreite nach vorne. Verführe weiterhin, sei wie du bist, ja, sinnlich, leidenschaftlich, attraktiv, charismatisch. Also ich weiß gar nicht, mir fehlen die ganzen Begriffe, weil ihr müsst bedenken, Leute, ich denke immer auf Spanisch, kriege meine Informationen auf Spanisch und rede auf Deutsch. Ich muss von einer Bruchteil einer Sekunde alles auf Deutsch übersetzen und manchmal fehlen mir halt einfach die Worte. Ja, also wenn ich ein bisschen Kauderwelsch manchmal rede, ist es nicht, weil ich nicht gelernt habe zu sprechen, sondern weil einfach die Worte in Spanien manchmal anders sind wie auf Deutsch. Okay? Also, aber hier haben wir jemanden, der sehr passioniert ist. Jemand, der schon sehr erfahren ist in der Liebe. Jemanden, der wirklich sehr kreativ sein kann. Ja? Jemanden, der keine Möglichkeit anbrennen lässt, um demjenigen zu zeigen, wie es wirklich im sexuellen Bereich laufen kann. Hier gibt es eine Person, ob Mann oder Frau, die sexuell sehr dominant ist. Jemand, der genau weiß, wo der Hase langläuft. Also es ist unglaublich. Hier geht es darum, dass dieser Mensch, worum es geht, so eine sexuelle Anziehungskraft auf dich hat, aber du genauso auf den anderen. Das heißt, es kann hier gar nicht anders laufen, wie als dass man sich hier wirklich am Ende trifft und sich so sexuell gibt, ja, wie es noch nie vorher gewesen ist. Genießt diesen Moment. Teilt euch, gib das von dir, was du geben kannst. Öffne dich, habe keine Hemmungen. Egal in welcher Konstellation, hier ist eine animalische Anziehungskraft da, die nicht mehr zu bändigen ist, die auch von allen Naturgewalten nicht mehr zu unterbinden ist. Hier wird es zu einem Sex kommen, früher oder später. Egal wie viel Zeit derjenige braucht, egal was drumherum ist, egal was passiert, hier wird es einen Sex geben, der unaufhörlich ist. Was kannst du ändern? Absolut gar nichts. Den Dingen freien Lauf lassen, dich so zu geben, wie du bist und einfach nur den Moment abzuwarten, bis dass derjenige auf dich zukommt. Solltest du unruhig werden und nicht warten wollen, dann habe den Mut und zeige diese Leidenschaft, die in dir ist, diese Verführung, diese Reiz, dieses, was du für denjenigen empfindest, zeig es. Definitiv, die Frage war, bist du in seinen oder ihren intimsten Gedanken? Yes, Honey. Definitiv, noch klarer kann man es gar nicht sagen. Man kann es definitiv gar nicht anders sagen. Hier gibt es zwei Energien, die auf einer extrem sexuellen Basis basieren, die früher oder später alle Träume, alle Wünsche, alle Illusionen, alle Vorstellungen in die Realität umsetzen werden und sich so treffen werden, dass hier kein Halten mehr gibt. Wow. Also Leute, heute ist dieses interaktive Video wirklich sehr krass. Ja, also eigentlich wollte ich diese sexuellen Videos nicht machen, aber ich habe heute diesen Ruf bekommen, warum auch immer, dass ich es heute machen soll. Ja, und ich sage euch wirklich, wenn Liebe mit im Spiel ist und sexuelle Anziehungskraft, ja, und ihr keinen anderen schadet, macht es. Ihr müsst alleine verantworten, was ihr macht, okay? Es ist eure freie Entscheidung. Ihr habt immer die freie Wahl, einen Weg zu gehen oder einen Weg nicht zu gehen. Da kann sich keiner reinhängen, da kann sich keiner einmischen, da darf auch keiner urteilen. Jeder trifft seine Entscheidung. Die Karten, die wir heute gemacht haben, ja, das Tarot in Option Nummer 1, ja, es gibt sexuelle Wünsche, es gibt sexuelle Anziehungskraft, auch wenn für den einen oder anderen erstmal so ein Stopp drin ist. Aber in Option Nummer 2 ist das so krass, dass ihr hier sexuell nicht nur einmal aktiv werdet, ja, sondern ihr werdet bei vielen von euch wirklich eine Kette von sexuellen Kontakten haben, ja, wo ihr wirklich nicht mehr wisst, ob ihr Fisch oder Fleisch seid. Also das wird sowas von granatenstark, dass ich echt wirklich rot werde, um euch nicht genau den Wortlaut zu sagen, was ich hier an Informationen kriege, weil das wäre eigentlich nicht jugendfrei. Mir als Frau ist das sowieso zu unangenehm, genau ins Detail zu gehen. Und ich wollte einfach nur klar machen oder klarstellen, dass du hier definitiv in seinen Träumen bist, in ihren Träumen bist, in ihren Gedanken bist. Und dieser Mensch sich so viele Sachen ausgemalt hat mit dir und am Ausmalen ist, dass dieser sexuellen Annäherung nichts mehr im Weg steht. Okay? Puh. Also meine Lieben, ich bin echt schon am Schwitzen, ich bin wirklich feuerrot geworden. Ich kann euch das leider nicht sagen, nicht zeigen, aber ihr müsst mir das einfach glauben, okay? Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen wundervollen sexuellen Kontakt, wie auch immer ich das ausdrücken soll. Genießt es mit allen Wenn und Abern, okay?
Macht das, was ihr für richtig haltet, genießt es, ja, seid wirklich verführerisch, seid sinnlich, habt diesen Spaß, den ihr euch immer gewünscht habt, egal in welcher Konstellation ihr seid, ja, ich verurteile keinen, ich mische mich da auch nicht ein. Was ich einfach nur sagen möchte ist, es gibt immer Situationen, wo man einfach aufpassen sollte, aber die Frage ist jetzt heute nicht, ist das richtig oder falsch? Heute geht es einfach nur darum, bin ich oder bin ich nicht in seinen intimsten Gedanken? Und die Antwort ist klar und deutlich, ja. Also ab nach vorne, genießt es und ohne Reue, sofern es möglich ist und ja, habt den schönsten, intimsten Kontakt, der möglich ist, okay? Also meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Wir hören uns morgen. Bis dahin, ach, danke schön, dass ihr meinen Kanal liked. Danke, dass ihr das Glöckchen drückt. Danke, dass ihr meine Videos kommentiert und liked. Und vor allen Dingen danke, dass deine Intuition dich immer zu mir führt. Und wenn es der Punkt ist, ist es genau richtig, dort anzusetzen, wo es wirklich wichtig ist, ja? Meine Videos haben null Verfallsdaten. Egal, ob sie 2, 3, 4, 5 Monate alt sind oder ein Jahr, wenn du zu mir geführt wirst, ist es immer, weil das Schicksal es so will und du immer die Nachricht hören musst, die für dich vorherbestimmt ist. Okay, deswegen private Legung, WhatsApp und ich schreibe dir zeitnah und gebe dir Informationen zu Zeiten, Preisen und wie wir am besten eine private Legung machen. Okay, also ich wünsche euch alles Liebe, habt viel Spaß, genießt es, geht in die Leichtigkeit rein, habt keine Angst, ja, und macht das, was ihr für richtig haltet. Okay, also bis dahin, alles Liebe, bye.